Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist gerade Sonntag und ich habe erfolgreich das Frühstück überstanden. Sind ruhige Sonntage mit Frühstück nicht immer das Schönste, was es gibt? Für mich ja. Und dachte mir, Mensch, Micha, du hast mal wieder Lust, irgendetwas zu holen. Einfach mal Farbe zu verschütten und etwas dabei zu entspannen. Witzigerweise, mein Weiß ist alle und ich komme jetzt vor morgen auch an keines mehr ran. Aber der Gedanke war da und ich habe jetzt einfach ein paar Farben gemischt. Das ist einmal ein Phthalo Blau für den Untergrund. Wir haben Magenta, Gold, so eine Art Türkis habe ich aus Metallic Blau und Gelb gemischt, so dass es ein bisschen türkiser wird. Und das nächste, was ich habe, was an Weiß rankommt, ist leider dieses Gelb. Nicht ganz so deckend wie Weiß natürlich, aber mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht da. Und ich bin gespannt, was ich hier als ja, Test, nennen wir es einen Test, rausbekomme. So, mal was Neues versuchen und zwar eine Art Swipe. Das heißt, ich habe das Blau als Untergrundfarbe, würde jetzt so ein paar Farben mit drüber legen, dann swipen und dann ja, die Farbe so ein bisschen weiter verteilen und mal sehen, was wir bekommen. Keine Farbe hat Silikon bis auf das Gelb. Das heißt, damit würde ich dann am Ende drüber swipen und vielleicht ja coole Effekte bekommen. Die Farbe, wie mir scheint, ist vielleicht sogar ein klein wenig zu dünn. Und wahrscheinlich auch zu viel für die kleine Leinwand. Aber wenn die Farbkombi eine gute wird, können wir das Ganze ja noch mal versuchen auf einer größeren Leinwand. Eigentliches Ziel davon ist zu schauen, wie weit die Zellen stabil bleiben, ob man das überhaupt größer machen kann. Ich habe das auf einigen YouTube-Videos gesehen und bin jetzt mehr oder weniger dabei, die richtige Mischung rauszufinden, was wir nehmen können für unsere Farben, unser Pouring-Medium, dass der Effekt ähnlich bleibt. Ich bin für den ersten Test sogar ziemlich zufrieden jetzt gerade, denn die Zellen hier, ich drauf bestimmt drauf, die Zellen hier sind ziemlich stabil geblieben, was ich jetzt so nicht erwartet hätte. Mal sehen, wie es getrocknet aussieht. Vermutlich wird man nicht sehr viel davon sehen, weil es eben gelb ist auf einem ja, sehr dunklen Untergrund. Und gelb, wie gesagt, nicht unbedingt die deckendste Farbe ist, die man haben könnte. Von daher mal sehen. Weiß wäre idealer gewesen, das bekomme ich aber dann morgen wahrscheinlich wieder und werde es auf jeden Fall in einer Nummer größer nochmal testen. Vielleicht was Cooles daraus zaubern. So, mal sehen. Wir lassen das mal trocknen. Das ist bis morgen auf jeden Fall auch trocken. Das kann ich euch dann zeigen, wie es dann aussieht. Und ja, ich bin begeistert. Es war ein sehr kurzes Video für dieses Mal. Das macht aber, denke ich, nichts. Vielleicht hat der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch auch schon Ideen, wie man das anwenden könnte. Und ja, sehen wir uns dann wieder mit dem getrockneten Ergebnis. Bis gleich. So, entgegen meiner Erwartungen ist es sogar ziemlich cool getrocknet mit dem Netzeffekt. Gefällt mir tatsächlich sehr gut, wirklich ausbaufähig. Natürlich nicht so viel Kontrast, wie ich vielleicht hätte haben wollen. Ist ja aber auch nur ein Teststück. Ganz glücklich bin ich mit dem Magenta nicht. Das denke ich mal, passt nicht so richtig da rein. Aber der Netzeffekt, um den es mir ging, und dieses leichte Ausfedern hier rein, gefällt mir gut. Werde ich also noch ein bisschen mehr mit experimentieren. Farbwünsche wie immer, ne, sagt mir Bescheid, schreibt in die Kommentare, dann mache ich gerne das mit euren Farbwünschen mal. Ansonsten, ja, so viel zu diesem Mini-Experiment. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.
Wenn Fragen sein sollten, auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreieren bei euren Projekten und bis bald.